So, Montag, es geht los. Ich lade mein Lehrgut ab hier in Elsnitz und dann lade ich in Saalburg für Ingolstadt. Und dann gucken wir mal, wie es läuft. Schön, dass ihr wieder dabei seid, dass ihr mich begleitet. Wird es nicht so langweilig. Und ich habe kräftige Hände zum Helfen. Das finde ich gut. Also dann packen wir es an. So, fertig abgeladen habe ich. Jetzt muss ich flugs nach Saalburg laden. Und dann auf nach Ingolstadt. Dass ich heute noch leer wäre, Leergut lade und dann geht's nach Hause. Feierabend. Aber bis dahin fließt noch viel Wasser die Elster runter. Leider. Bin ich doch schon gleich an der Abfahrt Bad Lobenstein. Dort, wo ich runter muss. Normalerweise fahre ich immer über Schleiz, über die Bundesstraße, also Blauenschleiz, Saalburg, Stauseebrücke. Aber die Stauseebrücke ist zurzeit gesperrt, da wird gebaut. Und auf der B2 kann ich auch nicht fahren, weil da auch gebaut wird zwischen Gefell und Bad Lobenstein. Beziehungsweise die 90. Ist gesperrt zwischen Gefell und Hirschberg. Und da muss ich jetzt hier außenrum fahren. Autobahn 72, 9 und dann hier Bad Lobenstein runter Richtung Bad Lobenstein, Saaldorf. Und dann bin ich schon fast da. So, und mit der Stauseebrücke, da kommen sie nämlich nicht aus dem Knick. Die ist jetzt schon, naja, anderthalbes Jahr ist die jetzt schon gesperrt. So um und bei. Bin ich ja gespannt, wie lange sie da noch brauchen dafür. So, mal sehen, wann ich da heute da bin. Zu Hause, wie lange das hier Saalburg und Ingolstadt dauert. Ich hoffe ja mal, das geht zügig. Irgendwann heute Nacht, so um 1, um 2, denke ich mal, spätestens um 3 bin ich auch zu Hause. So der Plan. Naja, dadurch ich ja erst am Samstagnachmittag heimgekommen bin, beziehungsweise fast Abend, 16:30, konnte ich ja erst hier heute Nachmittag wieder anfangen. Ich muss ja meine 45 Stunden Ruhezeit bringen. Und deswegen habe ich die Tour gekriegt hier mit Saalburg, wo wir ja erst Nachmittag laden müssen. An sich ist das hier eine sehr schöne Straße. Außer im Winter. Da ist es scheiße. Aber ich denke mal, wenn jetzt hier ringsrum alles gesperrt ist, werden sie die wahrscheinlich auch ein bisschen bevorzugter räumen.
Wetterdienst kann ja auch nicht überall sein. Ich habe ja selber mal Winterdienst gefahren und ich weiß ja, wie das ist. Es ist nämlich ganz schön stressig. Wenn du Dauerschnee hast und du überall räumen musst, hast du da ein festes Gebiet, wo du räumen musst. Und da ist das nämlich ganz schön stressig, dass du da durchkommst und dann, wenn der nächste Schnee schon wieder am Anfang liegt, schon wieder dort am Anfang dann bist und anfängst und noch einmal räumst. Also man kann sagen, im Winter, wenn es richtig fett schneit, bist du den ganzen Tag im Dauereinsatz. Früh um 3 Uhr geht's los, bis abend um 9 Uhr. Ab 21 Uhr ist ja dann keine Räumpflicht mehr. Und um 3 Uhr geht's deshalb los, damit die Straßen zum Berufsverkehr frei sind. Aber wie gesagt, man kann ja auf einer Straße nur sein und dann auf der nächsten und dann auf der nächsten. Also das geht nicht so, dass man überall gleichzeitig ist. Deswegen habe ich auch Verständnis dafür, wenn der Winterdienst nicht gleich überall so funktioniert. Ich hoffe ja mal, dass nicht so viele Autos da sind, weil ja viele Speditionen nach Brückentag haben, weil ja viele Firmen gar nicht arbeiten. Und da hoffe ich ja mal, dass hier gar nicht so viele Autos da sind, dass das dann bei mir relativ zügig geht. So, mal hier rechts abbiegen. Da unten noch mal rechts abbiegen und dann bin ich doch schon da. So, jetzt bin ich fertig in Saalburg, hab geladen. Brauchte nicht um meinen Hänger aufmachen. Hat die Maschine gereicht. Und jetzt geht's nach Ingolstadt. Ich denke mal, die werden mir das alles an einer Abladestelle runternehmen. Wenn nicht, habe ich auch Pech, aber ich vermute mal, die nehmen das alles an einer Abladestelle runter. Abladen, Leergut laden und dann geht's nach Hause zur großen Pause. Davon aus, dass heute nicht allzu viel Betrieb da unten ist. Oder gerade, weil dann zwei Feiertage sind. In Ingolstadt, die haben ja Dienstag und Mittwoch Feiertag. Weil ja der Mittwoch ist ja hier der frohe Leichnam. Den haben ja die Bayern als katholisches Land. Und den lassen die sich garantiert auch nicht wegnehmen. Naja, werden wir sehen. Lassen wir uns überraschen.
Aber ich muss mich jetzt mal berichtigen. Ich habe euch doch schon wieder Scheiße erzählt. Am Mittwoch ist doch nicht Fronleichnam in Bayern, sondern Allerheiligen. Aber es ist auch sowas Katholisches. Und ich habe 2 Tage frei, Dienstag und Mittwoch. Weil ich vorige Woche sehr weit über meine 90-Stunden-Woche gekommen bin. Und das muss ausgeglichen werden diese Woche. Bleibt mein Auto mal 2 Tage stehen. Und ich zu Hause. Weil man normalerweise ja in der Doppelwoche nicht mehr wie 90 Stunden haben darf. Also Lenkzeit, ne? Und ich bin aber straff an der 100 dran gewesen diese Woche. Und da hat meine Dispo entschieden, der Klaus bleibt 2 Tage zu Hause. Ha, ein geiler Reim und der gefällt mir sowas. Der Klaus bleibt 2 Tage zu Hause. Es gibt wahrscheinlich eh nicht viel zu fahren jetzt durch die Feiertage. Der Audi und BMW, also morgen macht ja gar keiner was, und der Audi und BMW, die werden am Mittwoch nichts machen, weil die ja am Mittwoch Feiertag haben. Umso mehr wundert mich, dass das der Audi heute nicht Brückentag macht. Ja, und ansonsten ist dann noch Donnerstag und Freitag. Und das lassen wir uns mal überraschen, was da kommt. Am Mittwoch will mir meine Dispo Bescheid sagen. So, jetzt bin ich fertig hier in Ingolstadt. Habe kein Leergut bekommen, weil das schon irgendwie weg war. Das hat schon ein anderes Auto geholt. Und habe meine Dispo jetzt angerufen, habe gefragt, wie es weitergeht. Und da haben sie gesagt, ich soll ohne Leergut hier wegfahren. Das ist aber auch nicht weiter schlimm. Am Ende ist ja egal, welcher von den beiden Autos ohne Leergut wegfährt. Naja, da braucht wenigstens keiner mein Leergut abladen, wenn ich frei habe am Mittwoch. Und da kann ich am Donnerstag mit dem leeren Auto starten. So, jetzt muss ich mal gucken, wie es hier jetzt. Hier geht es gerade aus. Momentan ist das hier alles ein bisschen verworren und eng. Durch die Betonschutzwände, die sie hier aufgestellt haben. Aber wenn man schön langsam macht, sieht man das schon, kriegt man das schon hin. Ist das alles kein Problem. So, meine Lieben, jetzt ist Schluss für heute. Schön, dass ihr mich begleitet habt. Habe ich mich wieder mal sehr drüber gefreut. Und auch alle die, die neu dazugekommen sind, habe ich mich auch sehr drüber gefreut, dass wir immer wieder neue Mitglieder in unserer schönen, kleinen, feinen Community finden. Immer schön abonnieren und liken, meine Lieben. Und dann stau- und knitterfreie Fahrt und haltet schön eure Stoßstangen sauber. Tschüss, bis zum nächsten Mal.